Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute völlig ungewohnt, das erste Mal unterwegs. Es liegt daran, dass Pascal Foggenhuber, mit dem ich jetzt gleich das Gespräch führen will, halt in Dresden ist und sein Terminkalender einfach zu eng war, um uns, zu uns nach Leipzig zu kommen. Auf diese Weise bin ich auch mal auf der anderen Seite zu sehen, also auch für Sie etwas Ungewohntes heute. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei einer Stunde mit Pascal Foggenhuber. Dein Thema oder dein Themenbereich interessiert mich schon sehr lange, weil ich mich auch Anfang der 80er Jahre, gab es nur drei Bücher, ja, Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross, auch eine Schweizerin, ja. Der Moody und Kenneth Ring. Ja. Die hatte ich damals alle gelesen, aber ansonsten gab es nichts. Das stimmt. Gab es nichts. Ich habe auch Anfang der Jahre 90er über Tod und Sterben halt Seminare gemacht. Und jetzt habe ich sozusagen einen Experten auf der anderen Seite. Pascal, ich überfalle dich jetzt einfach mal. Gut. Wir haben ja nichts abgesprochen. Mir geht es auch um die vielen, vielen Kinder, die jetzt kommen. Und ich würde dich gleich zu Anfang fragen. Du hast ja gesagt, dass du mit drei das erste Mal eine andere Wesenheit wahrgenommen hast. Ja. Wahrscheinlich einen Verstorbenen. Wie bist du damit umgegangen? Und vor allen Dingen, wie ist deine Mutter? Die waren ja schon getrennt, glaube ich, zu der Zeit. Wie ist deine Mutter damit umgegangen, als du ihr davon erzählt hast? Also im Grund muss man so sehen, eigentlich als Kind, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten damit, weil die Verstorbenen oder den Verstorbenen, den ich sah, der war weder bedrohlich, noch hat er mir irgendwie Angst gemacht, der war halt einfach da. So. Und deswegen, also ich musste so eine Treppe runter und wollte eigentlich zu meiner Mutter gehen und da war halt der Mann. Also ja, den du auch nicht kanntest? Nee, den kannte ich auch nicht. Und das ist auch das erste Mal, wo ich mich jetzt so bewusst daran erinnern kann, weil viele fragen, ja, hast du es vorher schon gesehen oder so. Ja. Sage ich immer, ich weiß es nicht, das ist so eine Erinnerung. Und meine Mama hat gedacht, eben, sie war alleinerziehend und da war eigentlich kein Mann bei uns in der Wohnung. Ja, und hat dann gedacht, es muss ein Einbrecher sein. Oh. Und die war dann natürlich total, ich habe sie aus dem Schlaf gerissen und habe gesagt, da ist ein Mann im Treppenhaus und voller Panik und war dann eigentlich froh, dass da eben kein Mann im Treppenhaus war, weil den hat sie ja nicht gesehen. Hat sie gesagt, ja, da ist niemand. So. Und du hast eben noch, aber noch gesehen? Ja, dann habe ich so gesagt. Und ich weiß, dass eben deswegen ist mir auch so in Erinnerung geblieben, weil ich kann mich sonst so, als Kind nicht so an viele Details erinnern, aber diese Szene, weil ich den Mann sah, meine Mama sagt zu mir, nein, du schläfst doch noch halb. Du bist noch halb am Schlafen, am Träumen, geh wieder in dein Bett. So. Ja. Und da habe ich so für mich kurz, habe ich so gedacht, ich träume doch nicht, beziehungsweise ich bin doch wach und ich sehe den Mann. So. Ja. Und es war für mich mega strange, aber es war dann einfach halt, es war halt so. Und der Vorteil war irgendwie, dass meine Großmutter von meiner Mutter, also die Mutter von meiner Mutter, meine Großmutter und ein Onkel von mir, die hatten auch schon immer so ein bisschen, also Verstorbene gesehen, aber mehr so dieses Verabschieden, das hat meine Mama auch schon gehabt, dass sich Verstorbene nochmal kurz verabschiedet haben und so. Also es war schon immer bei uns in der Familie, war so dieses Außersinnliche, war immer so ein bisschen Thema. Aber meine Mama hat eigentlich immer gedacht, ich hätte einfach zu viel Fantasie und hat mich einfach machen lassen. Also wenn ich von meinen Freunden in der geistigen Welt erzählt habe oder dass die beim Zugfahren neben mir gesessen sind, hat meine Mama immer so gesagt, ja, komm, der Junge hat einfach. Aber sie hat es nicht unterdrückt? Nee, sie hat, weil sie, es wurde ja erst mit 18, 19 war ich da, wurde es mir so richtig bewusst. Und meine Mama hat bis zu dem Zeitpunkt immer so gedacht, ja, der Junge, ich habe ja auch immer gerne so ein bisschen Späße gemacht und Leute verarscht oder so. Und wenn ich dann halt irgendwie mal gefragt, Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei? Und da saß niemand. Ja. Da haben meine Freunde und so meine Mutter immer gedacht, ja, der verarscht uns. Ja. Oder halt, es war so ein Running Gag, dass immer ein Platz neben mir noch frei war, weil einfach da mein Kumpel saß und Zoe. Genau, Zoe. Und übrigens, das heißt das Leben, ne? Echt? Zoe, auf Griechisch das Leben. Muss man, cool, das wusste ich nicht. Danke. Muss man 37 Jahre alt werden, um das zu erfahren. Das Leben.
Ja, und es war einfach für die Leute oder auch für mein Umfeld, auch für mich, es war einfach so normal. Ja. Mhm. Deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn die Leute fragen, ja, wie ist es, wenn man Aura sieht oder Verstorbene sieht? Ja. Da sage ich immer so, ja, wie ist es, wenn man das nicht sieht? Mhm. Und auch wenn ich so die Kinder beobachte, für Kinder, ich finde so diese fast schon Hysterie über Kinder, ja, was die alles sehen und Indigo-Kinder, Kristallkinder, muss ich immer so ein bisschen lachen, weil die Kinder hätten keine Schwierigkeiten, wenn sie keine esoterischen Eltern hätten, die jetzt unbedingt aus ihren Kindern halbe Götter machen wollen. Deswegen mein Kind ist ein Kristallkind. Deins nur ein Indigo. Ja, genau. Entschuldigung, aber so ein bisschen wie diese Werbung. Ja. Mein Haus, mein Auto, mein Kristallkind, mein Indigo-Kind. Ja. so. Und die Kinder hätten keine Probleme, weil für die ist Wahrnehmung. Also ich sage immer, mit Wahrnehmen meine ich nicht unbedingt das Sehen, aber auch du hast hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist oder nicht. Oder außersinnliche Fähigkeiten. Vor allem als Kind gehabt. Wie oft bist du in deinem Bett gelegen und hast gedacht, irgendjemand ist hier noch. Mhm. Und hast unter das Bett geschaut. Und hast vielleicht in eine Kastentür, in einen Kleiderkasten reingeschaut. Und hast irgendwie so das Gefühl gehabt, du wirst beobachtet oder da ist jemand. Und was hast du gemacht? Bist du deinen Eltern gegangen? Hast du gesagt, Mama, Papa, da ist jemand. Was haben die gesagt? Nö, da ist niemand. Schlaf. Das haben wir fast alle erlebt. Also ich kenne niemanden, der sagt, nee, das habe ich nie erlebt. Und das ist dieses Wahrnehmen. Nur wir lernen dann halt von den Eltern, das ist nicht Realität, das ist nicht wahr. Also wir lernen schon als kleines Kind, das abzutrainieren. So. Deswegen kommen dann auch Ängste später bei den Kindern. Ja. Weil sie sagen, hey, ich spüre hier was. Ja. Und jeder sagt, das ist nicht normal. Das geht ja so weit. Also ich hatte eine Frau im Arbeitsamt, ne, als Arbeitsvater, die hat eben mit Wesenheiten kommuniziert. Und ihre Eltern haben quasi auf sie eingedroschen, sie würde sich das nur einbilden und das ist nur ihre Fantasie oder so. Und die hat, das war so extrem bei ihr, dass ihr völliges, also das Vertrauen in sich und das, was sie wahrnimmt, völlig verloren ging und auf andere Bereiche überschwappte sozusagen, dass sie sich gar nichts zutraute, obwohl sie gigantische Fähigkeiten hatte. Ja. Ja. Aber das war eben auf alle Fälle bei dir nicht und du sagst, im Prinzip haben die meisten Kinder diese Fähigkeiten. Ja, ich sage, im Grunde haben das alle eigentlich jeder Mensch hat eine außersinnliche Wahrnehmung. Das Problem ist halt immer, das merke ich auch so ein bisschen in meinen Büchern, wenn ich darüber schreibe, wie ich das erlebt habe, was ich alles schon so gesehen habe, dann schreibst du natürlich in jedes Buch, schreibst du nur die besten Beispiele. Ja. Ist ja logisch. Keiner schreibt ein Buch und schreibt, wie er tausendmal geübt hat und es nicht funktioniert hat. Ja, du schreibst am Ende, schreibst nur drin, da war es super, da habe ich geglänzt, da war es toll. So. Und wenn du jetzt diese Bücher liest, so habe ich ja auch angefangen, ich habe dann auch mit so Büchern angefangen, du denkst so, boah, unglaublich, was die Leute alles sehen, ja. Du, all die großen Kollegen, so habe ich früher Bücher gelesen, heute bist du manchmal Backstage mit denen und dann drehst du, ey, wie ist denn das genau? Und dann merkst du so, hey, es ist nie so fantastisch, wie du als Leser dir das vorstellst. Ja. Ja. Und das ist das, was viel normaler. Ja, es ist dieses Bauchgefühl, weißt du? Ja. Jetzt zum Beispiel vorher, ich und dein Kameramann haben uns das erste Mal gesehen. Ja? Ja. Dann gibt man sich kurz die Hand und dann spürt man sofort, das ist ein guter Kerl oder ist kein guter Kerl oder muss ein bisschen aufpassen, der schaut vielleicht nicht so gut, dass du so gut im Bild bist oder irgendwie. Ich bringe jetzt irgendein doofes Beispiel. Ja? Ja. Das kennen wir alle. Und oft vertrauen wir diesem Bauchgefühl nicht. Mhm. Ja? Also wir vertrauen nicht darauf, wenn du jemandem die Hand gibst, dass da vielleicht kommt, pass auf, vertraust du nicht, weil da kommt die gute Erziehung und so weiter. Mhm. Und dann nach 2-3 Wochen, 2-3 Stunden oder 2-3 Jahren sagst du, ich habe es eigentlich gewusst. Ja, so. Ich habe es gespürt. Und das, was jedes Medium macht, und dafür kämpfe ich auch so ein bisschen, weil du hast mich ja auch im Kongress gesehen und ich gehöre ja nicht so in diese Esoterik-Schiene rein, weil ich möchte auch so, dass diese Esoterik mal so ein bisschen einfach wieder mal runterkommt, dass auch die Kollegen mal wieder nicht so tun, als wären sie Götter, sondern einfach mal wieder sagen, hey, jeder hat das, dann würde das Ganze auch viel ernster genommen werden, weil ich bin ja in der Hip-Hop-Szene groß geworden und zum Beispiel im 2008 hat das Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über mich gemacht, dass ich Verstorbene sehe. Und da haben es viele von meinen Freunden, mit denen ich früher Musik gemacht habe und so, haben das da durch diese Dokumentation erfahren. So. Und als ich dann im Pub am Abend war, haben alle gesagt, du hast voll aneinander Klatsche, das geht gar nicht und so weiter.
Und das Spannende war, bin ich aber dann mit den Leuten einzeln da gewesen, ja. Also nicht mehr in der Gruppe, haben ganz viele Jungs zu mir gesagt, hey, schau mal Pascal, als meine ja. Oma starb, da habe ich das und das erlebt. Ist es das, wovon du sprichst? Mhm. Also, und das finde ich immer das Faszinierende. Wenn du einzeln mit den Menschen... Genau, wenn ich einzeln, auch mit den größten ja. Kritiker, weißt du? Du, ich mache ja sehr viel Fernsehen auch, also großes Fernsehen. Ja. Und da bist du natürlich... Was ist großes Fernsehen? Ja, ich meine jetzt so Schweizer Fernsehen, RTL, ach so, MDR. Also so, kleines Fernsehen. Ja. Oder auch... Noch. Nein, ich meine mehr so auch Fernsehsachen für, wo es jetzt nicht nur, wo die Menschen nicht offen für die Themen ja. vielleicht sind. Okay. Und da bist so du natürlich auch... prädestiniert, dass du angegriffen ja. wirst. Ja. Und das Faszinierende finde ich dann immer, wenn die Kamera aus sind, du alleine bist mit denen, dass dann wie gesagt, ja, wenn man, ich habe das schon auch schon gehabt, aber, also immer dieses aber. Und ja. das will ich irgendwie auch den Leuten so ein bisschen zeigen, es ist normal. Ja. Es ist also das, dieses Normale, das ist zum Beispiel Rupert Sheldrake, ja, mit dem ich viel, für den ich viele Experimente gemacht habe damals, dessen Ansatz ist zum Beispiel, dass Telepathie unsere normale Kommunikation, also unsere Basiskommunikation ist und Kinder und Tiere eben auf das reagieren, was unsere Intention, also wie wir ihnen gegenüber eingestellt sind, nicht und den, der Inhalt unserer Worte. Das ist so, Und ich habe mal mit Blinden studiert und die haben ja gesagt, in der Stimme liegt alles. Ja. Nicht die Worte an sich, sondern die Stimme. Das Gefühl, ob jemand authentisch ist. Der Bogen, also dein Engagement, dass du über die Lande ziehst im deutschsprachigen Raum, im Englischsprachigen, du hast doch eigentlich, hättest doch die Möglichkeit, fällt mir jetzt gerade sein, du warst so lange in England, hast dich da ausbilden lassen als Medium, müsstest doch dein Englisch gut genug sein, um Seele auch in England zu füllen oder Englisch machen. Also das Problem war wirklich, das denken immer ganz viele, das ist halt das Lustige. Ich sage ja immer, ich war 8 Jahre in England, war ich auch. Aber das Problem ist, also es gibt 2 Probleme. Okay. Erstens mal, wir waren, ich weiß es nicht, vor 4, 5 Jahren oder so, waren wir damals bei Random House. Random House ist einer der größten Verlage, Publisher in diesem Bereich. Also etliche Verlage in Deutschland gehören zu Random House. Genau. Ich meine, sorry, jetzt habe ich sie gerade verwechselt. Ich meine mit Hay House Amerika und Hay House England. Okay. Also es ist ja auch ein sehr großer Verlag von der Louise L. Hay. Und wir wollten eigentlich die Bücher auf Englisch übersetzen lassen und mein Wunsch war natürlich Hay House, weil Hay House ist so, das sind alle renommierten Leute, wie der Gordon Smith und, und Cary Grey und so, also all die großen, für mich renommierten Kollegen. Und das ist schon mal das erste Problem. Ich meine, die spiritualistische Medialität, die ich mache, also diese Jenseitskontakte auf der Beweisebene, die kommt ja ursprünglich aus England. So. Also die haben dort ganz viele einfach Top-Medien. Die brauchen keinen Pascal Fockenhuber. Damals war es noch ein bisschen so, ich war halt ein Exot, weil ich war der Erste, der tätowiert war oder jung war. Das war noch so ein bisschen ein Argument für England, aber von der Qualität her haben die gesagt, hey, wir haben den Gordon Smith, wir haben all die Großen und die Gordon, der Gordon war zum Teil auch mein Mentor und so. Ja. Der hat dann auch mir noch geholfen, aber die hatten einfach schon die guten Leute. Und ein Unterschied ist immer so, ist mein Englisch? Ja, tatsächlich. Weil ich hatte in der normalen Schule nie Englisch. Ich hatte 2 Jahre Englisch, aber das ist eine ganz verrückte andere Geschichte. In der Schule lernt man kein Englisch. So, nee. Also als ich nach England kam, ich konnte nicht mal eine Pizza bestellen. Okay. Mich haben eigentlich die Lehrer, also ich war in der Schweiz auf einer Schule und dort waren immer die Engländer, die von Stansted gekommen sind. Mhm. Und meine Lehrerin hat dann so mal gesagt, hey Pascal, komm mal mit nach England. Ja. So war das. Ich war da, ich konnte eigentlich wirklich kein, ich konnte nur yes, no, yes, no. Mhm. So. Aber im Unterricht habe ich natürlich alles verstanden, weil ich das alles auf Deutsch kannte. Also ich habe immer den Kontext gehabt. So. Und das ist auch so der Unterschied. Ich kann viel verstehen und ich sage immer, ich verstehe fast alles. Ja. Nur gerade bei meiner Arbeit, also bei Jenseitsdemonstrationen zum Beispiel, da sind die Details so fein, wo mir einfach dieses Sprachempfinden, ich kann inzwischen eine Pizza auf Englisch bestellen, sage ich immer so, oder irgendwie so, aber die Feinheiten, die sind so enorm und wenn ich da noch über die Sprache nachdenken muss, so. Okay.
Und ich wollte dann mit Dolmetschern, Translator arbeiten. Das funktioniert ja in jedem Land. Das kannst du in Polen machen, das kannst du in Italien machen, überall. Genau. Die Engländer und die Amerikaner, die wollen das nicht. Mhm. Ja? Und ich habe da immer noch so eine super geile Idee, wie du das halt auch wieder lustig verpacken könntest mit Translator. Also ich hoffe, dass irgendwann mal England sagt, weil ich liebe das eigentlich, bei allen meinen Sachen haben viele immer gesagt, das, Pascal, das funktioniert nicht. Und dann wurde es immer ein Riesenerfolg. Und ich weiß auch, es würde auch in England funktionieren mit einem guten Translator. Aber für mich ist es auch, also ich habe so viel hier schon zu tun. Was will ich jetzt? Was will ich jetzt noch in England und in Amerika? Und da gibt es so viele tolle Kollegen, die super Arbeit leisten, alles irgendwann ist der. Überall kannst du nicht. Und außerdem bist du ja auch noch jung. Ne? Hast du noch viel Zeit. Genau. und zum Englisch lernen auch. Also ernsthaft, ich habe jetzt mit über 50 habe ich noch Spanisch gelernt. Das auf jeden Fall. Nur eben, weißt du, es ist jetzt so. Aber für die Details. Wir sind jetzt, ich muss ja auch schauen, ich bin jetzt zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal in Belgien. Ja? Mhm. Jetzt sind wir gerade mit Polen am Verhandeln. Ah. Wir sind mit Tschechoslowakei am Verhandeln. Also es gibt hier in Europa auch so viele Länder. Ja. Oder halt Russland ist auch so ein Land, wo natürlich sehr offen ist, wo ganz krasse Sachen. Ja. Was für mich ehrlich gesagt was spannender ist, so Russland-Connections und so weiter, als jetzt England. Amerika, so, und dort gibt es auch schon viele. Weißt du, in England gibt es wirklich, was will ich dort? Also schöner ist es vor allem in die Länder zu gehen, wo das noch nicht so publik ist, wo auch viele, jetzt gerade Polen ist auch, da sind wir jetzt so süß, die mich dort organisieren wollen, sind wir schon lange am Hin und Her schreiben, weil sie auch sagen, ja, wir können Polen nicht so viel zahlen und so. Wo ich einfach sage, hey, das eine ist immer, man muss Geld verdienen. Klar. Das andere ist aber auch so, was wollen wir? Ja, so. Und das ist der Reiz für mich größer in einem Land wie Polen, als jetzt wie England, wo es einfach, das Thema als einfach solche, normal ist, weißt du? Ja. Also, aber letztendlich geht es dir darum, also deine Botschaft, jeder ist letztendlich von seinem Potenzial medial begabt. Ja. Ja? Es kommt nur darauf an, was meinst du, was das größte Hindernis ist? Das Größte? Dass die Menschen, also A ist natürlich unsere Erziehung, also materialistische Erziehung hier im Osten sowieso, über Jahrzehnte, seit 1920 kann man so sagen, dass überall der Materialismus, also sprich nur das, was wiegbar, messbar und so weiter ist, ganze Generationen von Professoren ja schon so unterrichtet wurden, das ist das eine, aber was aus deiner Sicht das größte Hemmnis, dass die Menschen das endlich wahrnehmen und wertschätzen, dass sie das haben. Ich glaube eben, dass eigentlich das Allergrößte hast du schon angesprochen, so dass uns eigentlich eingetrichtert wird, das geht nicht. Ja. So, und das Nächste ist, das merke ich immer an den Wochenendseminaren, dass ich habe früher Kampfsport unterrichtet, also Frauen-Selbstverteidigungskurse. So, ich habe sehr lange Kampfsport gemacht. Und wenn zum Beispiel die Leute in einen Kampfsportkurs gekommen sind, so, dann war für die klar, dass die da zum Teil über Monate oder über Jahre trainieren müssen, bis der Körper so weit ist. Mhm, also zum Beispiel, ob Spagat können, Hebel und einfach, bis sie die ganzen Technik können. Das war jedem bewusst, das geht nicht in einem Wochenende oder in ein, zwei Übungsstunden. Jetzt so morgen habe ich hier auch ein Seminar, wo die Leute lernen, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Jetzt haben die das Gefühl, es ist ja was Esoterisches. Ja. Pascal muss jetzt irgend so ein Zauberding haben und dann muss das in zwei, drei Stunden gehen, weil ich habe ja schon mal im Traum Oma begegnet oder ich habe schon mal eben als Kind was gespürt. Und das ist genau so der Unterschied, wo ich den Leuten sage, hey, es ist ein Talent, es ist keine Gabe. Viele erzählen immer, auch Kollegen, die sagen, ja, das ist eine Gabe von Gott. Und ich sage, nein. Es ist ein Talent. Was entwickelt werden muss. Und es ist wie jedes Talent. Ja. Du musst trainieren. Und zwar täglich. Das ist auch so, ich habe als Kind viele Dinge gesehen, viele Dinge wahrgenommen. Ja. Aber ich konnte das nicht wirklich verstehen. Ich konnte das nicht wirklich übersetzen und so weiter. Und das, was ich zum Teil als Kind noch wahrgenommen haben. Da war auch immer so gemischt mit Fantasie, mit Traumbildern. Da war nicht alles echt. Also das heißt, deine Ausbildung war dann sozusagen eine Purifikation, also dass du das Eingebildete von dem Wahrgenommenen
lernst du unterscheiden. Und das ist das, was ich ganz viel merke. Es gibt ja auch in Deutschland, Schweiz, Österreich ganz viele Medien, ja. Aber wo ich auch merke, dass es viele auch gibt, die haben keine Ausbildung gemacht. Das heißt nicht, dass sie nicht diese Fähigkeiten haben. Aber durch das, dass diese Ausbildung fehlt, ist das alles total gemischt mit sensitivem Wahrnehmen, also auf der Ebene wahrnehmen, mit medialem Wahrnehmen, mit Fantasie, mit Erziehungsmustern, mit Angstmustern. Also ganz viele Therapeuten poolen sich ja eigentlich dann ihren eigenen Ängsten, Sorgen und Muster drin und hat gar nichts mit Wahrnehmung von außen zu tun. Auch sehr viele, die zum Beispiel denken, dass sie Channeling machen, machen kein Channeling, sondern sind eigentlich connected mit dem Unterbewusstsein und so weiter. Okay. Und da gehört halt schon viel Ausbildung auch dazu, zu unterscheiden zu lernen. Und das hören ganz viele natürlich nicht gerne. Gerade in der Branche haben viele natürlich das Gefühl, ja, ich gehe ein, zwei Wochenende zum Heilerkurs, dann bin ich Heiler. Und dann sage ich, ja, heilen bringe ich jedem in zwei Minuten bei. Aber die Arbeit an sich selber, diese eigenen Muster auflösen, also ein guter Therapeut zu werden, auch die Psychologie dahinter. Also wir hatten damals in England auch richtig viel Psychologie, also auch zu erkennen, wann braucht ein Mensch einen professionellen Arzt, wann braucht ein Mensch einen Psychiater, weil das, was er vielleicht wahrnimmt, schon auf einer Ebene ist, die nicht mehr gesund ist. Weil das muss man natürlich auch sehen. Die spirituelle Szene hat auch ganz viele Menschen, die eigentlich nicht, ja, nicht da reingehören, also die nicht Wahrnehmungen haben, die gesund sind. Ja. So. Also und das muss man halt auch lernen, das zu unterscheiden. Weil man macht niemandem einen Gefallen, der schizophren ist und dass man den dann noch unterstützt und sagt, ja, das ist die Stimme vom Geistführer oder vom Engel oder irgendwie so. Und es ist wie bei allem anderen, es ist Training, sehr viel Training dabei. Also das ist also eine Art Entmystifizierung. Ja. Ja, also das, der Unterschied, das ist, finde ich, nochmal wirklich zusammenzufassen, Gabe und Talent. Ja. Oder generelle, das Potenzial. Ja. So. Du sagst im Prinzip, wie ich sofort unterschreiben würde, jeder, wenn ein Mensch das Potenzial hat, ist generell eigentlich jeder. Ja. So, das heißt, der es hat, ist nichts Besonderes und hat keinen Grund, sich über andere zu erheben. Ja, und ja, von Gott, ich habe diese. Das ist ja auch, weißt du, das merkst du ja auch. Ich meine, du hast ja auch durch deine Interviews und sicher auch durch dein privates Umfeld oder so auch mit ganz vielen Menschen zu tun, die spirituelle Lehrer sind oder Medium oder was auch immer. Und für mich ist immer das Faszinierendste, ich bin an vielen Kongressen, immer mal wieder. Für mich ist immer das Faszinierende, nicht was die Leute auf der Bühne erzählen, sondern was die Leute backstage machen. Beim Bier. Oder heimliche Zigarette. Ja, ja. Weißt du, wie viele stehen da und sagen, ja, vegan und so. Dann gehst du aber, fährst nach Hause mit dem Auto, triffst sie an der Autobahnraststätte und sie sitzen vor Sahnetorte. Also alles schon erlebt. Ja. Ich war schon am Engelkongress, also nicht am Engelkongress, muss man ein bisschen aufpassen, gibt einen Engelkongress an einem Engelkongress, wo es um Engel ging. Und da haben sich die Referenten um Parkplatz geprügelt. Also, weißt du, wo ich so sage, hey, ich bin in der Hip-Hop-Szene groß geworden. Ich habe, es hört sich ein bisschen hart an, ich habe dort weniger Falschheit kennengelernt. Und das ist auch so, dass man sagt ja auch immer so ein bisschen, ich bin der Revoluzer in der ganzen, weil ich halt einfach gerne sage, was ich denke. Und ich sage auch immer nur, es ist alles nur meine Sicht und Meinung. Ja. Aber wenn hast du ein bisschen was mit Bruno Württemberg auch gemeint? Ja. Du hast ihn ja auch erlebt auf dem Kongress. Ich hab den Bruno leider nicht gehört, aber ich kenne den Bruno schon. Du hast ihn in einer deiner ersten Bücher mit. Genau, ich habe ihn mit drin, weil der Bruno, den Bruno kenne ich schon, der ist ja auch Schweizer. Ja. Da waren wir beide noch nicht berühmt. So. Also der Bruno hatte so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber hat dann schon mal so ein Büchlein geschrieben. Ja. So, da war er noch vollkommen so auf diesem Jesus-Trip. Ja. Und es war so der erste Schweizer, der da ein Buch über so. Und dann habe ich den Typ einfach mal angerufen. Ja. Und dann konnte man ihn noch einfach so anrufen, weißt du, und da haben wir telefoniert. Und so haben wir dann immer, ich war dann einmal auch an einem Seminar bei ihm, schon
x Jahre her, bevor ich überhaupt an der Schule war. Und so haben wir immer so ein bisschen Kontakt so, aber mit. Eigentlich nur ein Seminar und so am Anfang. Und trotzdem, wenn ich ihn sehe, ich freue mich immer unglaublich, ihn zu sehen. Ja. So. Er ist aber scheinbar noch mal eine Spur härter wie ich. Also, aber ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne ihn. Nein, auch ihm geht es, ne, also um diese Mystifizierung und dieses im Prinzip, was in der esoterischen Szenerie halt das Aufblasen des Egos. Du hast ja ganz offen geschrieben, ja, ein bisschen Ego brauchen wir ja auch alle. Ja, sonst würden wir nicht hier vor die Kamera gehen oder auf die Bühne gehen oder sowas. Aber dass in diesem Bereich, also dieses Ich bin was Besonderes und ich kann vielleicht sogar nach unten gucken, dass das ziemlich weit verbreitet ist. Ja. Und das mit den Gaben, die nicht jeder hat. Ja. Ja, und das finde ich erfrischend an euch beiden auch. Und auch der Hartmut Lohmann zum Beispiel, gesagt, hey, jeder hat das. Ja, ja. Jeder hat das. Und ein Klavier kann man reinstellen. Du kannst, ohne kann Noten spielen. Kannst du einen Ton erzeugen. Ja. Aber du brauchst ein bisschen Übung für die Finger, um etwas Harmonisches, schön Anzuhörendes oder so, davon erzeugen. Und das, so würdest du Medialität absolut auch beschreiben. Ich nehme ja gerne Mozart, weil du gerade beim Klavier, ich finde das auch so ein Mozart auch als Beispiel. Weißt du, alle sagen, Mozart war ein Genie. Also ich bestreite gar nicht, dass Mozart ein Genie war. Also das glaube ich. Aber Mozart hat, seit er 4 Jahre alt war, 6 bis 8 Stunden pro Tag Klavier geübt. Ja. Also keine Ahnung. Aber ich behaupte, dass wenn wir, mein Sohn ist jetzt 4 Jahre alt, wenn ich ihn zwingen würde, jeden Tag 6 bis 8 Stunden Klavier zu üben, dann würde er vielleicht kein Mozart werden, aber er würde ein verdammt guter Konzertpianist werden. Ja. Weißt du? Aber ich glaube, zu Mozart gehört schon auch, dass du dich durch die Musik ausdrücken willst. Absolut, aber ich sag nur, weißt du, das Training macht den Konzertpianisten. Ja. So, das Genie ist angeboren. Mhm. Aber das Genie aus meiner Sicht kannst du nur durch Training entdecken. Ja. Weil ich habe viele Schüler gehabt, ich bilde inzwischen seit keine Leute mehr aus, aber das Faszinierende war, meine besten Schüler waren nicht die mit dem meisten Talent, sondern es waren eher die, wo ich jetzt sagen würde, die hatten so mittelmäßiges Talent, aber die hatten so, ich sage immer, dieses Feuer in sich drin gehabt, dass sie gesagt haben, okay, die Selbstmotivation. Ich will es wissen, ich will üben, ich will trainieren. Ja. Und ich sage auch immer, mich hat es eine Zeit lang immer genervt, dass in der Schweiz vor allem am Anfang hat die Presse extrem Liebe über mich geschrieben. Das hat mich natürlich gefreut, aber die haben immer gesagt, ja, er ist der Mozart der spirituellen Szene, er ist so begabt und so. Und da habe ich immer so gesagt, das nervt mich, weil es so aussieht, als hätte ich gar nichts dafür getan. Mhm. Und ich habe echt jeden Tag 3 bis 4 Stunden trainiert. Ja? Okay. Ich trainiere heute noch. Also während viele Kollegen abends eben das Bier trinken, das mache ich auch. Also nicht, dass man das falsch versteht. Ich finde das auch absolut okay. Aber oft ist es so, ich trainiere vegan. Neben... Ja. Genau, Bier ist vegan. Ich trainiere nebenan auch immer noch. Ja? Und zwar? Einfach auch so die Wahrnehmung. Also auch so im Alltag drin, dass ich mir vorher... zum Beispiel... Ein Beispiel, was ich heute hatte, das hat mit dir zu tun. Hier sind ein paar Schüler, ich habe so eine Online-Community, so, und die sind auch in Dresden, also die kommen heute Abend am Vortrag. So. Das heißt, ihr kennt euch online? Genau, wir kennen uns auch, wir kennen uns schon, wir sind schon länger so und treffen uns da mal immer wieder. Gestern waren wir auch zusammen Dresden anschauen und dann haben sie gesagt, ey Pascal, hier wurde irgendwie 3 Nüsse für Aschenbrödel oder irgend so ein Film gedreht. Ja, in Moritzburg. Im Schloss, also genau. Schloss Moritzburg. Da haben sie gesagt, hey, lass uns dort hingehen. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Genau, lass uns das anschauen. Und ich habe immer einfach so ein komisches Feeling gehabt. Und habe so gedacht, na, irgendwie, nein. Passt nicht. Und dann habe ich so, ich wusste nicht warum, weil ich mag die, aber mein Bauchgefühl, ich konnte es nicht einordnen, hat einfach gesagt, nein. So, da habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann will ich jetzt im Moment gerade ein bisschen mehr so für meine Fitness und so tun. Da bin ich hier runter schwimmen gegangen, bin ein bisschen Laufband. So. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt leiste ich mir eine Massage, ich habe frei. Bin ich zu dem Typ gegangen und habe gesagt, ja, ich erkenne Massagen. Dann sagt er so, wir haben nur am 5. Termin. Mein Bauch sofort wieder, nein,
auf keinen Fall. Nein. Und ich habe gedacht, warum? Es würde noch reichen, 5, 6 massieren, dann 7:30 auf der Bühne, passt. Ja, ja. So. Habe es aber dann gesagt, nein, mache ich nicht. Mhm. So. Und dann plötzlich, tück, ich habe Interview mit dir. Weißt du, ich hat zweimal die Chance gehabt. Ich wusste nicht, warum. Ja. Ich hätte es vergessen. Hast es einfach so vergessen. Ja. Ich hätte, also nicht so, ja, ja, wann haben wir ausgemacht? Das erste Mal haben wir irgendwie vom Jahr geschrieben und dann vor ein paar Wochen. Ich habe das zwar eingetragen, aber ich habe gewusst, ich bin in Dresden. Ja? Was will ich jetzt? Habe nicht mehr in meinen Kalender geschaut und mein Team stand im Stau. So. Auch, wie wir. Weißt du? Und dann habe ich plötzlich, als der Erwin dann sagte, hey, du hast noch ein Interview. Ja. So, wann? 4:45. Ich so, deswegen hat es um 5 kein Alles Termin klar. geklappt. Ja? Aber sag mir nochmal was mit dem Üben, also Wahrnehmung. So. Also, dass jeder könnte im Prinzip. Und das war jetzt zum Beispiel, ist für mich so ein Training, zu spüren. Ich habe einfach gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ja. Ich wusste in dem Moment nicht, was. Mhm. Aber ich habe so gemerkt, ganz komisch, ich habe so eine Abneigung gehabt gegen den 5-Uhr-Termin. Mhm. Und das habe ich mir einfach nur gemerkt. Mhm. Nur gesagt, okay, das ist nur so ein Beispiel. So. Und dann hat sich's aufgelöst. Ja. Und dann habe ich so, aha. Mhm. So. Also das ist zum Beispiel so ein Training. Natürlich habe ich dieses Gefühl schon, weißt du, 1000 Mal gehabt. Deswegen wusste ich, es hat irgendeinen Sinn. Mhm. Manchmal auch so, dass ich, bevor ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt einladen würdest, ja, wir kennen uns ja jetzt nicht wirklich, so einfach so vom Kongress kurz reden, jetzt kurz reden. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey Pascal, ich lade dich mal zum Essen ein. Mhm. So, was ich machen würde, ich würde vorher reinspüren, ob du kochen kannst. Mhm. Weil wenn du nicht kochen kannst, ich esse sehr gerne, das sieht man auch, wenn du nicht kochen kannst, dann würde ich nicht kommen. Ja. Dann würde ich dir vorschlagen, ey, lass uns irgendwo eine Pizza essen gehen. So. Also, weißt du, ich würde dir nicht sagen, dann würdest du reinspüren. So, aber ich spüre rein. So, und das habe ich halt schon immer gemacht, weil ich gemerkt habe, ich werde ganz viel zum Essen eingeladen. Ja. Gerade so in meiner Anfangszeit als Referent. Ich war ja auch sehr jung, als ich angefangen habe, hat jeder Veranstalter und so gedacht, ach komm, für den Jungen müssen wir doch noch ein kochen. Schönes Essen. Ja. Und ich war so oft bei Menschen, die aus meiner Sicht einfach nicht kochen können. So. Und da in England auch nochmal. Ja, England ist eh, weißt du, da hast du eh nur von Süßigkeiten. Ich muss ja lernen. Und da habe ich zum Beispiel zu meinem Training, immer wenn ich eingeladen werde, ich spüre, kann der kochen oder nicht. Okay. Dann anfangs bin ich immer dort essen gegangen, weil ich gesagt habe, ja, der kann. Und dann habe ich sofort die Bestätigung gehabt. Mhm. So, tuk, tuk, tuk. Mhm. Oder ich treffe mich mit dir, überlege mir vorher, spüre vorher rein, was erzählst du mir, was für Probleme hast du, was beschäftigt dich, was hast du an? Wie kommst du? Und dann kommst du, ja? Und dann muss ich dir gar nicht sagen, dass ich trainiere, sondern das, was du angezogen hast, das sehe ich ja sofort. Okay, da kann ich dann quasi meine Liste abhaken, ja? Tak, 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 tak. Ah, dann frage ich, und Götz, wie geht's dir? Ja. Da sagst du, ja, gerade ein bisschen stressig, gestresst habe ich. Ja, was ist denn los? Und da sagst du alles rein, ja, gerade beruflich, weißt du, steht da gerade Entscheidung an, bla, 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 bla. Okay. Da sage ich, okay, Entscheidung beruflich habe ich, okay. Dann sage ich, wo ist das Problem? Entscheide dich doch einfach für das oder das. Sagst, ja, aber es ist eine sehr emotionale Geschichte. Das eine wäre mein Herzding, das andere ist so, emotional, Herzding habe ich. Verstehst du das Prinzip? Das heißt, du gehst vorher rein. Ich gehe vorher rein. Und zwar jetzt, da würde ich jetzt mal reingehen. Das ist auch, sag ich mal, eine Metapher. Du fühlst rein. Also hast du innere Bilder? Nein, das ist viel einfacher. Viel einfacher. Ich sitze da und denke einfach, ich mache mit dir ab. So. Ja. Dann früher, heute nicht mehr, aber früher, einfach jetzt vielleicht für die Leute zu Hause, habe ich ein Blatt Papier genommen, einen Stift und habe mir überlegt, so, ich treffe mich mit dem Götz, wie geht's dem? Und dann das Erste, was kam, aufgeschrieben. Ah, okay, das. So, nicht kein Hokuspokus rein. Ja, das auch, ich finde, also je konkreter, desto besser. Nur Fragen gestellt, wie geht's dem Götz? Okay, es geht ihm eigentlich ganz gut. Okay, wo hat er gerade Schwierigkeiten? Ja, gerade beruflich ein Thema, beruflich. Okay, gut, beruflich. Was ist dort das Thema? Ja, eine Entscheidung aufgeschrieben. So. Was für eine Entscheidung? Ja, das Problem ist Bauchverstand. So. Also, was dir so praktisch in den Sinn kommt. Aufgeschrieben, so. Du bist ja Linkshänder. Genau. ohne es zu hinterfragen. Oder genau. Und dann habe ich mich getroffen und so war dann mein Training. Dann jeder Mensch, und das habe ich mit jedem gemacht, ohne dass die gewusst haben, was ich gemacht habe,
Ich habe das in der Schule gemacht, ich habe das mit meinen Lehrern gemacht, ich mache das heute noch überall mit den Menschen, die ich treffe. Das ist mein Training heute. Dann frage ich, und wie geht's dir? Du sagst, ja gut, aber, ja was aber, komm, erzähl, was los. So, und dann gehe ich meine Liste durch. Klasse. Und dann sage ich so, beruflich, was, aber was ist nun schwierig? Ja, weißt du, ich muss ja irgendwie mein Geld verdienen, aber ich hätte hier noch das und so und bla 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 bla. Sag ich so, okay, gut, ja, kann ich verstehen oder das war jetzt nicht so genau. Und beim nächsten Mal gehe ich da wieder rein. So. Und so mit der Zeit lernst du dann auch die Gefühle besser kennen. Du spürst dann mehr, hier war Verstand, hier war das, hier ist da. Und so, wenn du das halt, ich meine, wie viele Menschen triffst du pro Tag, wo du das trainieren könntest? Deswegen ist es auch easy, 3 bis 4 Stunden zu trainieren. Ja? Okay. Oder wenn ich Menschen begegne, zum Beispiel im Hotel oder so, an der Rezeption, mal reinspüren, wie geht's da, Frau? Oder irgendwie so. Ja. Und dann werde ich vielleicht unfreundlich behandelt, dass ich dann spüre mal so. Und dann probiere ich mit der Person irgendwie ins Gespräch zu kommen und dann vorher schon zu spüren, was ist das Problem, warum ist sie unfreundlich? Weißt du? Und das hilft dir dann auch mit viel, die Leute erzählen dir alles. Das ist das Faszinierende. Du musst. Heute kann ich das weniger machen, weil mich gerade in der Schweiz und Österreich sehr viele Leute erkennen. Ja. In Deutschland auch immer mehr, aber noch nicht so extrem. Du brauchst hier noch keine Sonnenbrille. Genau, aber in der Schweiz kann ich das nicht mehr so. Aber früher, du hast irgendwie bis Zug gefahren. Und ich muss nur irgendwie schauen, wie, dass du mit dem Gegenüber ins Gespräch kommst. Die Leute erzählen dir alles. Ja. Wenn du fragst, ja wie denn, was? Und er sagt, ja, Frauen sind schwierig. Ja, was ist an Frauen schwierig? Ja, das. Ist faszinierend. Der Punkt ist ja letztendlich, also du sagst, du trainierst auch auf diese Impulse, die du bekommst, auf sie zu vertrauen. Ja. Ja, also mir selbst vertrauen. Also für mich ist das die edelste Form des Selbstvertrauens. Ich kann meinem Gefühl vertrauen. Ja, und ich kann sozusagen die Gegenprobe machen, dass ich mich bewusst auch mal gegen das Gefühl entscheide und gucke, was rauskommt. Absolut. Ja, auch, denke ich, wichtig für Kinder nach der Schule, dass sie mal weg von den Eltern kommen, um diesen Unterschied zu spüren. Ja. Was ist eine Entscheidung vom Kopf und was ist vom Bauch, also vom Gefühl. Wenn du jetzt, sagen wir mal, unterwegs bist, du fährst wahrscheinlich mehr jetzt Auto als Bahn oder so, da würde das nicht so beginnen. Aber den Hartmut habe ich gefragt, ob Lohmann, ob er das abschalten kann, das Wahrnehmen zum Beispiel von Geistwesen oder so. Und er sagte, er kann es dimmen. Ja. Ist das so bei dir ähnlich oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? Also dass du nicht sozusagen permanent von allen möglichen Informationen, weil es ist ja auch eine Form von, Lebensfähigkeit, dass wir die Informationen, die auf uns einströmen, handeln können. Also es ist, dimmen finde ich so ein schöner Ausdruck. Ich habe immer gesagt, ja, ich kann es abstellen, aber ich sehe es dennoch. So. Also bei mir ist es eher, ich finde dimmen ein ganz schöner Ausdruck. Eigentlich so, dass in meinem, ich sage jetzt, privaten Umfeld, wenn ich es nicht brauche, ist es so, dass so die ganz krassen Impulse, die nehme ich wahr. So. Oder ich vergleiche das immer so mit dem Zahnarzt ganz gerne. Ein Zahnarzt, wenn der zum Beispiel mit einem Menschen redet und dann so ein bisschen die Zähne sieht, dann sieht er auch, okay, der hat schöne Zähne oder der müsste mal wieder Zahnreinigung haben oder eine Zahnspange. So. Ja. Aber der geht nicht rein, also der nimmt jetzt nicht die Lampe, leuchtet da rein, macht Mund auf und schaut sich rein, sondern es ist so, der würde mal gut tun, wenn der mal vorbeikommen würde. Also es ist noch nicht invasiv. Genau. Dein Schauen ist, das ist ja auch, die Frage hätte ich dir auch gestellt, wo siehst du die Grenze? Weil ich denke, ne, durch die Quantenphysik haben wir auch gelernt, dass der Beobachter, wenn nur durch sein Bewusstsein in das Experiment eingreift, das heißt also, wo bin ich bei meinem Schauen schon invasiv? Also dass ich sozusagen in die Menschen eindringe, ohne sie um Erlaubnis gebeten zu haben. Das heißt, da gibt es für dich auch eine, so wie das, finde ich ein schönes Beispiel mit dem Zahnarzt, der Leuten begegnet, die Zähne sieht, aber nicht in den Mund aufreißt. Oder eben so deswegen auch jetzt so das Beispiel, was ich von heute mit meinem Bauchgefühl mit dem 5-Uhr-Termin. Ich habe einfach gespürt, es stimmt was nicht. Aber ich bin nicht reingegangen und so, sonst wäre vielleicht.
so irgendwann mal hätte ich vielleicht plötzlich das Bild von meiner Agenda gesehen. Ja, so, oder ja, von, ja. Ich habe ja alles bei Google Kalender, so Google, so, ja, warte mal, muss mal reinschauen, was Termin zu tun. Und so. Oder ein anderes Beispiel, was ich hatte eine Buchvorstellung und ich war bei meiner damaligen Verlegerin zu Hause und meine Schwester war dabei. Meine Schwester hat mir eine Zeit lang geholfen, Büroarbeit und so zu machen. Und wir waren dort, wir waren eigentlich verabredet, dass wir dort Kaffee trinken gehen. So. Und wir sind dort gewesen und auf einmal bin ich einfach total unruhig geworden. Und ich habe so gesagt, ey, lass du uns schon weiterfahren. Ja. Und dann sie so, nee, wir haben noch 5 Stunden Zeit. So. Und ich bin so da gesessen und konnte einfach nicht mehr still sitzen. Da bin ich so aufgestanden und habe einfach gesagt, Mädels, jetzt mal ganz ehrlich, ich will jetzt losfahren. Also ich habe richtig rumgezickt. Und ich habe Hunger und ich will jetzt essen gehen. Und meine Schwester schaut mich an und meine Schwester kennt mich richtig gut. Ja, ja. Und die sagt noch so, ey, Pascal, du zickst hier voll rum wie ein Mädchen und du bist alles andere. Also ich kenne dich so nicht. Ja, ja, ja. So. Und auch meine Verlegerin, wir haben da schon 5 oder 6 Jahre zusammengearbeitet, die schaut mich an und die hat mich so auch nicht gekannt. Und dann habe ich gesagt, mir ist es scheißegal, ich fahre jetzt los. So. Und die haben sich nur angeschaut und gesagt, okay, gut, keine Ahnung. Und sind dann gefahren. Oder wir sind dann gefahren. Und dann kam er abends zur Veranstaltung. So, und dann kam die Veranstalterin und sagt so, ja, tut uns leid, es sind nur 20 Leute da. Sag ich, wie? Es war doch ausverkauft. Sag ich, ja. Aber es gab einen Unfall und es wurde die ganze, es war so in einem Berg, im Dorf, in den Bergen in der Schweiz und die Straße ist gesperrt. So. Und dann haben wir auf die Uhr geschaut und wären wir 20 Minuten später losgefahren, wären wir auch in diese Totalsperre gekommen. So. Ja. Gut, ich war da, es waren 20 Leute da. Es war mein kleinster Vortrag, den ich je gehalten habe. Aber ich habe gesagt, ey, ich war wenigstens da. Weißt du? Und in dem Moment hat mich einfach nur alles total genervt. Und ich bin auch so da gesessen und habe gedacht, ich war noch nie. Also es war noch so nie. In dieser aber wahrscheinlich hätte ich da nur so ein bisschen schlechtes Gefühl gehabt, hätte es nicht gereicht. So. Und da bin ich auch nicht reingegangen. Ja. Heute kenne ich dieses Gefühl und weiß sofort, aha, warte mal schnell, da kommt nachher ein Unfall oder da ist dann ein Stau und so. Also so habe ich dieses Gefühl auch kennengelernt und verlasse dann zum Beispiel die Autobahn oder irgendwie so. Pascal, ein Knackepunkt hätte ich für dich. Du hast in einem deiner kleinen Videos, die du selber produziert hast, gesagt, dass es keine bösen Geister gibt, also sprich, ne, oder Besetzung oder so. Da fiel mir auf der Herfahrt der Satz einer Lehrerin meines Sohnes ein, die sagte, ich bin schon 30 Jahre lang Lehrerin, aber ich habe noch nie einen Hochbegabten gesehen. Ja. Ja, fiel mir jetzt ein, einfach um dich das mal zu fragen, wirklich mal, du hast gesagt, du hast solche Wesenheiten, Entitäten, wie auch immer, noch nie wahrnehmen können und bist davon überzeugt, dass es sie nicht gibt, sondern eine Erfindung. Ne? Also du hast ja gesagt, zum Beispiel in diesem einen Video, wenn man in einem in einer Kultur aufwächst, wo Verschwörung, also solche Flüche, schwarze Magie, Voodoo oder so, dass die Menschen natürlich in dieser Angst dafür empfänglich sind und dann so etwas kreieren. Bist du, also ich bin und auch Neue Horizonte soll nicht dazu da sein, um Angst zu verbreiten, ganz im Gegenteil, sondern um Mut zu machen, zu dem zu stehen, was wir als Mensch sind und da ist noch viel, viel zu entdecken. Aber bist du dir sicher, dass du durch deine Art der Wahrnehmung, durch sozusagen ein Filter, könnte es, so muss es besser formulieren, könnte es sein, dass du durch deine Art der Wahrnehmung, dass du auf die Schönheit schaust, dass du sozusagen auch in dem Unangenehmen, das würde ich auch sofort unterschreiben, etwas Positives finden kannst. Also die Krise hat immer halt beide Aspekte, Gefahr und gute Gelegenheit, Chance. Dass du durch diesen Filter vielleicht doch etwas nicht wahrnimmst, was potenziell da ist. Diese Frage wollte ich dir stellen. Das kann sein. Nicht ausschließen. Das kann sein. Ja.
vielleicht ist es sogar so, ja, ja. Und ich behaupte, es ist sogar so, dass das Böse nur dann existiert, wenn du dieses Böse in dir, nicht, ich sage nicht, dass die Menschen, die Angst vor dem Bösen haben, dass die böse sind, aber wenn dieses Böse, diese Energie in dir drin ist, wenn du da in Resonanz gehst. Ja. So. Ich sage nicht, es gibt nichts Böses, ich sage nur, es gibt keine Dämonen, Energien von außen, sind alles selbst erschaffene Dinge. Darum geht es. Also, weil ich hadere, sondern ich mache seit einem halben Jahr Hypnosen. Ja. Und hab halt, wenn ich frage, hast du einen freien Willen? Ja. Und dann kommt dann ein, das hätte ich gern. Ja. Ja, nein, habe ich nicht. Ja. So. Und dann kommt da vielleicht ein schäbiges Lachen. Ja, wie auch immer. Also es geht darum, zum Beispiel die Liebe anzunehmen. Ja? Ja. Ich bin nicht liebenswert. Nein, ja. Oder dass alles aus Licht besteht. Ne? Das ist ja auch dein Credo. Nee. Ja? Nicht mehr. Nein, war es aber auch nie. Ich habe es gelesen. Ich meine, ja gut, es gibt dieses Beispiel, dass der Lehrer gesagt hat, erkenne, dass du Licht bist und ja, Licht okay. braucht keinen Schutz oder so. Ja, 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 genau. Für mich ist es, Licht zieht, wir sind ja hier in diesem Resonanz, in dieser Polarität auf der Erde. Und das ist ja das, was die meisten Spirituellen gar nicht verstehen. Wenn ich fürs Licht bin, ja, wenn ich meinen Blick, wenn ich sage, alles ist schön, ich bin nicht mehr nicht schön, aber wenn alles nur das Gute ist, ich den Schatten nachziehen. Das ist Polarität. Ja. 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 Wenn ich mich ums Destruktive kümmere, dann stärke ich das Licht. So. Mhm. Wenn ich aber in die Neutralität gehe, dass ich es nicht mehr bewerte, dann kann es sich aus meiner Sicht auflösen. Ja. Und es zeigt nur. Zuerst mal unterschreiben, ja. Auch wenn das alles nur eine Illusion von mir ist, dass es nichts Böses gibt, ist es meine Wahrnehmung, ja, die ich so wahrnehme. Das würde aber auch wiederum bedeuten, wenn du es auch so sehen würdest wie ich oder sehen könntest wie ich, wärst auch du befreit von den ganzen Dämonen und schwarzen Magie. Wäre das nicht schön? Weil das Faszinierende ist, Lehrer, Therapeuten, Medien und auch Klienten oder einfach Menschen, die immer von diesem Destruktiven erzählen, die haben auch alle eine sehr, einfach auch destruktive Einstellung zum Leben. Mhm. Also das ist für mich der Grund. Das, was du erzählst von der Hypnose, ist auch spannend. Das sind Dinge aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Wenn du ins Unterbewusstsein gehst bei der Hypnose, was es ja ist, dann sagt das Unterbewusstsein, nein, ich habe keinen freien Willen. Hat es auch nicht. Bei Mama hat vorgemacht, Papa hat vorgemacht, da ist kein freier Wille. Und dieses Hämische, so, das sind keine Dämonen. Das sind auch wirklich auch andere Stimmen. Ja, ja. Einer hat sich sogar mit Namen gemeldet. Ja, ja, aber das Großvater. Sind Unterbewusstsein. Unterbewusstsein hat nichts mit Geist. Auch in, wir dürfen auch nicht vergessen, die sind in einem Trance-Zustand und es ist ein tief schwingender Zustand. Ja, so, zwischen, was weiß ich, 2 und 4 Hertz. Um mit oder so. In der geistigen Welt in Kontakt zu kommen, müssen wir ganz andere Hirnwellen produzieren. Okay. Ja, wir müssen auch viel schneller schwingen. Also sie sind im Unterbewusstsein. Das ist auch beim Channeling so, was ich immer sage. Channeln, du kannst nicht meditieren, runterfahren und so mit der geistigen Welt in Kontakt kommen. Mhm. Du bist ja heute Abend da, wenn ich Demos mache. Ja. Du wirst einen Unterschied merken. Du machst, wir rennen hin und her. Du musst aktiv sein. Schau mal alle englischen Medien an, die wirklich diese Beweismedialität machen. Ja. Da meditiert keiner vor sich hin. Die sind alle ganz aktiv. Auch wir bilden ganz andere Gehirnwellen als bei Hypnose. Ja. Das darf man nicht. Bei Hypnose gehst du ins Unterbewusstsein. Okay. So. Und das, was da kommt, sind Erfahrungen, die sich in verschiedenen Stimmen, Formen und so weiter zeigen können. Sogenannte Fluffy-Monster. Kinder. Ich nenne das Fluffy-Monster. Fluffy. Erinnere dich an das Beispiel, wo ich dir gesagt habe, du bist in deinem Bett, du bist Kind und du spürst, da ist was. So. Am Anfang ist es nur, da ist was. Mhm. Jetzt gehst du zu Papa oder zu Mama und der sagt, nee, Götz, da ist nichts. Geh schlafen. Ja. So. Du spürst immer noch. So. Später schaust du, keine Ahnung, eine Kindersendung, die kleine Prinzessin, und da geht es um Geister. So, jetzt spürst du es wieder und jetzt wird ein Geist raus. Verstehst du? Im Unterbewusstsein kommen dann Bilder vom Geister. Dann hat es Spukgeschichten, Ghost Whisperer und dann am Schluss hast du schwarze Dämonen und Fratzen. Dabei war es am Anfang nur das Gefühl, hier ist was. Das hieße, weil alle, nicht alle, aber im Bereich der Menschen, die sich mit spirituellen Themen beschäftigen und auch zum Teil sehr intensiv sagen,
das Wort Fremdenergien. Yeah. Das hätte so zugenommen in der letzten Zeit. Dann gibt es welche, ja, das teilst du auch, die Angst, yeah, die ist eine Energie, die wunderbare Gebilde hervorbringt, also wunderbar in Anführungsstrichen. Die Angst der Menschen und unsere Gesellschaft produziert permanent Angst. Die fremde Energie, was heißt denn fremde Energie? Natürlich, jede Energie von außen beeinflusst mich. Ja. Es gibt fremde Energien, aber das ist auch wieder so ein esoterisches Konzept, das mich total nervt. Fremde Energie heißt auch, ich bin gut drauf, ja? Und wir sitzen da innen und ich lache und erzähle Witze und bla 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 bla. Ja. Irgendwann bist du auch gut drauf. Mhm. Oder ich bin scheiße drauf. Ja, dann ziehe ich deine Energie auch runter. Also das ist eine fremde Energie, die dich entweder erhebt oder runterzieht. Das ist eine fremde Energie. Ja. Das ist nichts esoterisch, keine Monster. Fremde Energie heißt einfach, und es ist so, es ist Katastrophe, die fremde Energie. Geh mal raus und lach mal. Wir haben gerade heute die Schüler von Enjoy This Life geschrieben, die haben gelacht, die waren gut drauf. Dann ist die Dame gekommen und hat gesagt, wollt ihr nicht lieber Kaffee trinken? Weil die gedacht haben, die sind total besoffen. Du darfst ja hier nicht glücklich sein. Also ich merke es ja auch, wenn du rumrennst so, lächelst und so. Ja. Irgendwie, oder auch wenn du als junge Mädel anlächelst oder du ein Mädel anlächelst, dann sagen die, was sagen die Mädel? Boah, der Alte hat mich voll angemacht. Also die können mit dieser Freundlichkeit oft die Menschen gar nicht mehr umgehen. Das ist eine fremde Energie, die dich bestimmt. Das ist keine andere. Also, es ist spannend. Also dieser Aspekt, da werde ich noch ein bisschen dran zu knabbern haben, auch mit meinen Kollegen. Also dieses, dass du sagst, also deine Position ist, dass in den niedrig schwingenden, also wie die Kinder im Prinzip, ja, also zwischen 2 und 4 Hertz das Gehirn, da komme ich ans Unterbewusstsein. Ja. Und da kann ich auch was tun. Absolut. Absolut. Und also, ne, ich habe ein Buch über Glaubenssätze geschrieben und habe immer nur kognitiv mit den Menschen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, da, wo sie verankert sind, mit denen zu sprechen. Aber du sagst, da komme ich nicht mit der geistigen Welt in Kontakt. Nee. Das ist spannend. Das geht ja auch nicht von der Hirnfrequenz her. Das ist ein ganz anderer Herzbereich. Ja. Das sagst du ja auch selber. Ja. Ja. Also das... Das, also wir haben viele Hirnforschungssachen auch gemacht, weil das fand ich immer spannend. Und es ist mega spannend, den Unterschied zu sehen, wann ist jemand im Unterbewusstsein, wann ist jemand im Bewusstsein und wann ist jemand zum Beispiel eben im Überbewusstsein. Also, okay, so. Das heißt, du bist da auch mit Medizinern und Hirnforschern dran? Ja, machen da ganz viel. Nur das Blöde ist, das Blöde ist, weißt du, die haben ja dann auch... uns rennt ein bisschen die Zeit davon, weil ich höre schon die Leute dran. Ja, 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 klar. Aber das Schwierige ist ja immer so, die haben dann ja auch herausgefunden, dass die Hirnwellen anders ticken, jetzt zum Beispiel bei mir oder auch noch, da war noch ein anderes Medium dabei, wenn wir mit der geistigen Welt im Kontakt stehen, als normal wäre. Nur das Problem ist, sobald die Wissenschaft was rausfindet, kommen die anderen Forscher, ja, und die haben dann, das gab in Amerika, war das, ist das rausgekommen, das war unglaublich, da kamen andere Forscher und sagten, ja, das stimmt, aber. Denn ihr Hirn funktioniert anders, aber die haben vielleicht einfach eine geistige Störung, die bis jetzt noch nicht erkannt wurde. Und jetzt durften wir uns entscheiden, entweder haben wir übersinnliche Fähigkeiten oder sind geistig gestört. Ja. Na, und nicht ganz dicht bist du. Genau, auf jeden Fall. Also und da habe ich dann auch gesagt, okay, du kannst wissenschaftlich, ist sehr viel bewiesen. Du bist ein paar Mal auch auf die Quantenphysik. Quantenphysisch heute noch über das Leben nach dem Tod zu diskutieren. Also das ist längst bewiesen, dass Energien miteinander kommunizieren, ist einfachste Physik. Also, dass wir auch mit Verstorbenen, die ja noch da sind, das ist eigentlich bewiesen, in Kontakt treten, ist längst bewiesen. Zwei Energien in einem Raum kommunizieren immer miteinander. Das ist einfache Physik. Ob man die jetzt so übersetzen kann, wie ich das als Medium behaupte, das ist mal dahingestellt. Aber ich will ja den Menschen einfach die Angst vor dem Tod nehmen und einfach sagen, hey, wir existieren weiter. Ich will den Menschen ja nicht sagen, hey, ich bin Pascal, ich bin Besonderes, ich kann mit Toten reden. Ja. Das ist nicht das, was ich will. Sondern ich will den Menschen sagen, wir überleben alle und deswegen lebe aber auch so glücklich wie möglich. Nimm das Leben mit ein bisschen mehr Spaß und Humor, weil... Wir werden ja wiederkommen und wir müssen uns dann das nochmal anschauen. So. Aber ne, das Morgen gehört nur den Dieben. Genau. Heute, Enjoy This Life, ist ja dein neues Label. Im Prinzip war das eben ein wunderbares Schlusswort. Pascal, ich danke dir für dieses spannende und inspirierende Gespräch und wünsche erstmal jetzt gutes Relaxen zwischendurch und einen tollen Vortrag heute Abend. Danke dir fürs Interview. Ja, ich denke auch für Sie wird bestimmt etliches dabei sein und
das erste Mal bei Neue Horizonte TV. Schauen Sie bei pascal-folgenhuber.com, glaube ich, ist es, auf die Homepage. Sie finden etliche hochspannende Videos. Und ich sage einfach Tschüss hier aus Dresden, erst einmal nicht aus Leipzig. Wir sehen uns wieder bei Neue Horizonte TV. Tschüss.